Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fahrtechnik, den Weber Werkaholics Tutorials. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie man Abfahrten fährt. Grundsätzlich gestalten sich Abfahrten etwas einfacher als Auffahrten. Auch hier fahren wir im Stehen, um zum Beispiel, wenn wir zu weit vorne sitzen und wir fahren den Hang runter, dann kommt noch ein Loch, ne, einen Frontflip zu vermeiden. Von daher im Stehen, schön den Po nach hinten, ähnlich wie in der Bremsposition oder eigentlich genau wie in der Bremsposition. Und auch wichtig, beide Bremsen benutzen. Für etwas schnellere Abfahrten könnte man sogar beim Viertakter die Motorbremse mitbenutzen. Das Verwenden beider Bremsen ist insofern wichtig, dass wir, wenn wir bergab fahren, sehr viel Druck aufs Vorderrad bekommen und dadurch sehr viel mehr Bremswirkung am Vorderrad generieren können. Für beide Bremsen ist es wichtig, nicht zu überbremsen, weil wenn jetzt zum Beispiel das Vorderrad blockiert, müssen wir die Bremse lösen, damit es nicht mehr blockiert und dann würden wir schneller den Hang runterrollen. Viele Leute haben Angst, bei Abfahrten die Vorderradbremse zu benutzen. Sie ist aber die deutlich stärkere Bremse und es ist erstaunlich, wie toll man vorne bremsen kann, wenn man ordentlich auf dem Motorrad steht. Ein blockierendes Hinterrad ist nicht so dramatisch, wäre aber schöner, wenn nicht. Wenn das Hinterrad blockiert, haben wir weniger Bremswirkung, als wenn es nur so leicht mitläuft. Und wenn es blockiert, haben wir so leichtes Schlingern und es wird etwas unkontrollierter. Manche Abfahrten haben steile Kanten oder sogar dicke Wurzeln. Da ist es wichtig, dass ihr ein bisschen von der Bremse geht, weil wenn die Steigung auf einmal rapide zunimmt, könntet ihr übers Vorderrad gehen. Da heißt es dann Herz in die Hand, einmal kurz rollen lassen oder sogar einen Tacken beschleunigen und dahinter dann wieder in die gewohnte Position gehen. So Leute, ich bin durch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt es in die Kommentare. Und denkt dran, ein Video ersetzt keinen Trainer, der von außen auf euch schaut und individuell auf euch eingehen kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen.